Zurück bei Banishers Ghosts of New Eden. Dramatisch, dramatisch, was in der letzten Folge passiert ist. Wir haben leider unsere Vertraute, unsere geliebte Antea verloren. Und sind einem Geist begegnet, der uns um Längen überlegen war. Der Albtraum war das, den ich mega cool fand. Ich habe das jetzt auch noch ein paar Mal in meinen Aufnahmen angeschaut. Ich fand diese Szene einfach so cool. Ich weiß nicht warum. Ich fand das nice umgesetzt. So, also, ohne weitere Worte, direkt weiter. Was ist das hier? Nix offenbar. Komisch, ich hätte gedacht, das wäre was. Wo bin ich? Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Na gut, ich bin ins Wasser gefallen, ne? Dann hat es ihn hier wohl angespült. Aber wie weit weg bin ich von der Stadt? Ich bin ja ewig weit weg von der Stadt. Oder? Wo bin ich überhaupt? Das ist ja eine neue Map eigentlich. Interessant, interessant. Hier haben schon einige Schiffe das Zeitliche gesegnet. Es ist die Schiffbruch Bay. Warum kommt mir jetzt Fluch der Karibik in den Sinn? Die Schiffbruch Bay. Wo muss ich hin? Zum Hexenzirkel? Oder was stand da vorhin? Chronikziel. Ah, nein, Chronikziel. Ich habe da irgendwie Zirkel gelesen. Aber Sika hat ja irgendwas. Die hieß übrigens Sika, ne? Ich hab Sika verstanden, aber es war Sika. Das stimmt dann schon. Die hat doch was gesagt von ihrer Meisterin. Wir sollen bei ihrer Meisterin vorbeischauen. Irgendwann. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt schon der Fall ist. Hier darfst du auch keine Platzangst haben. Verdammt. Was mache ich hier? Zugiger Pfad. Bisher noch keine Geisterangriffe. Pyrit. Zunderpilz. Komme ich hier hoch? Nein, offenbar nicht, oder? Nein, keine Chance. Vielleicht von oben dann runter. Warum auch immer das sinnvoll sein soll. Wir werden es gleich erfahren. Ich nehme einfach mal alles mit. Die Hyazinthe. Zweimal. Also was ist jetzt der Sinn von ihm? Ist es Rache oder... Eigentlich müsste es Rache sein, oder? Antea ist ja weg. Ich schätze, die ist tot. Aber ich glaube, ich habe im Trailer gesehen, dass sie irgendwie wieder zurückkommt. Vielleicht auch als Geist, wer weiß. Es kann nicht sein, dass Antea jetzt einfach ganz weg ist. Ich meine, sie ist auf dem Cover mit ihm zusammen vom Spiel. Es kann ja nicht sein, dass sie jetzt für immer weg ist. Oh, na toll. Zwei Wölfe. Hey, nicht jetzt, Kumpel. Ja, nur Level 1. Wer greift zuerst an? Na gut, ich. Die sind aber ganz schön mager. Die Bedrohungsanzeige weist auf Gegner hin, die außer Sichtweite sind. Die verschiedenen Farben zeigen unterschiedliche Verhaltensweisen an. Rot, Gegner, der dich im Nahkampf angreifen will. Orange, im Anflug befindliches Geschoss. Grün, Geist, der einen Leichnam übernehmen will. Okay. Ich hab den Schirmschau, den Wolf gesendet.
Warte, kann ich die überhaupt blocken? Oder geht das gar nicht? Doch, es geht. Fort mit dir! Alter, sind die stark, ey. Was zum Teufel mache ich hier? Tut mir leid. Ich habe einen Fertigkeitspunkt gekriegt. Wird mir das noch erklärt, oder? Es kommt wahrscheinlich noch. Ja, das kommt noch. Okay. Ja, ich kann es den Wölfen nicht verübeln, so abgemagert wie die sind. Aber einen armen Tropf hat erwischt. Wiesenkerbel. Es geht auf jeden Fall hier lang, aber war da nicht noch eine Höhle? Warte mal. Oder hat das nur so ausgesehen? Ah, das hat nur so aus. Das scheint der Wolfsbau zu sein. Gut. Hä? Warum ist hier ein Suchbereich? Von was? Bitte. Vielleicht von der Quest einfach. Leder. Na, brauchst du nicht mehr, ne? Dir ist nicht mehr kalt. Brauchst auch keine Klamotten mehr. Bin ich die letzte verdammte lebende Seele hier? Nee, die Wölfe waren ja hier. Stell dich mal nicht so an, Red. Falls man immer so ein Kratzen hört, das ist mein Hund, der kratzt hier am Boden rum, auf seinem Kissen. Kann sein, dass man das manchmal hört. Manchmal aber auch nicht. Okay. Hier ist Klettern, ne? Ich mag das Spiel. Von der Mechanik her finde ich es cool. Oh je. Alpha Wolf. Lass mich in Ruhe. Oh ja, great. Ich hab dich gewarnt. Autsch. Fort mit dir. Was? Anthea? Was? Sag ich ja. Was gibt das hier? Leder, okay. Ich dachte, was Cooles. Also Anthea, suche Anthea, okay. Will er da hochgehen? Warte mal kurz. Weil hier geht's natürlich auch noch hoch.
Mein Irrlicht. Komm her. Okay, das ist nur ein kleiner Weg. Okay, alles klar. Mal kurz nachschauen, was hier ist. Lohnt sich's? Ah, jetzt bin ich wahrscheinlich hier, wo es runtergeht, oder? Nein, das ist nicht hier. Ja, warum auch? Haben die eigentlich nur Leder dabei? Hier ist auch wieder Leder, oder? Der Scheiß wächst ja da hinten. Warum ist es hier in der Kiste? Oh Mann. Spektralstaub. Wofür ist eigentlich Spektralstaub schlussendlich? Das würde mich auch mal interessieren. Es gibt sicher auch so eine Art Alchemie Herstellung, dass man sich irgendwie Tränke oder sonstige Sachen herstellen kann. Vielleicht Heiltränke etc. mit den ganzen Pflanzen, wer weiß. Wird sicher bald erklärt. Aber wenn sie ein Geist ist, dann müssten wir sie jetzt eigentlich auch vertreiben, oder? Weil sie hätte das... Anthea? Oh Gott. Sie hat ja dasselbe mit Charles Davenport gemacht. Also warum sollte es dann bei ihr anders sein? Das ist nicht wahr. Das darf nicht wahr sein. Vielleicht bildet er sich das auch nur ein, wer weiß. Aber es ruf mich zu dir. Es ist natürlich sehr gut möglich. Wo bin ich? Mein Liebling, es tut mir so leid. So unendlich leid. Also, wenn jemand nicht ruhen kann, dann wohl sie. Doch. Schon wieder nur Leder. Die Tasche bestand schon aus Leder. Ich bin hier. Führ mich zu dir. Mystische Höhlen. Hallo Geisterfreunde. Mich jetzt angegriffen von hinten? Ah ja. Schemen. Hier. Anthea, bist du da? Ach, die Blauen sind Schemen. Gut zu wissen. Sie steht doch da im Wasser, oder nicht? Sie sind an Wasserfällen. Hier, Liebste, ich bin hier. Du bist es. Aber warum ist sie genau hier in diesen Höhlen? Ich hab dich. Du hast mich. Komm her. Nein, geh nicht weg. Ich bin hier.
Folg mir. Also was wir auf jeden Fall 100% sagen können, ist, dass sie ein Geist ist. Sie ist ein Geist, sie ist tot. Sie hat diesen Schlag dieses Albtraums nicht überlebt. Aber warum ist sie bei Red? Hat er was von ihr mitgenommen, was sie an ihn bindet, oder? Du solltest wissen. Ich bin hier. Wo bist du? Wir werden es erfahren. Wo bist du hin? Ans Heer! Was sind das für Dinger, verdammt? Komisch. Tut mir irgendwie mega leid für die beiden, aber ich schätze, das ist das Berufsrisiko. Du wirkst schwach. Brauchst du Ruhe? Ich bin völlig leer. Mach dir keine Sorgen. Wie kann ich das nicht? Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren, nur um dich dann wiederzufinden. Und du hast Hunger. So könnte man es wohl ausdrücken, ja. Was kann ich tun? Die Bibel von Charles. Die Kette, die seinen Geist gebunden hat. Es befindet sich etwas Essenz darauf. Für den Moment wird es mir genügen. Das habe ich gebraucht. Ich fühle mich besser. Sieh dich an. Sieh uns an. Ich weiß. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass du hier bist. Wieder zurück. Wirklich. Die Lebenden sollten nichts mit den Toten zu schaffen haben. Das weiß ich seit meiner Kindheit und musste viel Lehrgeld dafür bezahlen. Das hast du mir nie erzählt. Was ist passiert? Das war vor einer halben Ewigkeit. Momentan spielt es aber keine Rolle. Aber eigentlich ist es doch, es ist doch eigentlich eins zu eins dieselbe Situation mit Charles Davenport. Und da hat sie keine Sekunde gezögert. Sie wollte ihn sogar verbannen. Aber natürlich, jetzt betrifft es einen selber und es betrifft Red. Und Red kann sie wahrscheinlich nicht wegschicken, weil er sie liebt. Und sie, ob sie noch dieselbe ist, weiß ich halt auch nicht. So, bist du noch immer hungrig? Wie fühlst du dich? Hungrig? Naja, sie hat jetzt was verspeist, sozusagen. Wie fühlst du dich? Furchtbar. Und etwas ausführlicher? Wütend, frustriert, nutzlos. Wir sollten darüber reden, was passiert ist. Nach dem Gemeindezentrum, meine ich. An was erinnerst du dich? An was kannst du dich nach deinem Tod erinnern? Ich erinnere mich daran, wie plötzlich ich gestorben bin. Ansonsten nichts. Danach folgte Leere, Zeitlosigkeit, Hilflosigkeit. Dann hörte ich dich. Du hast meinen Namen gerufen. Und ich habe nach einem Weg zurückgesucht. Ich wachte in einer Höhle auf.
Eine junge Frau namens Sika hatte mich gerettet. Eine Hexe in Ausbildung. Das erzählte sie mir voller Stolz. Ihre Herrin hatte ihr aufgetragen, mich zu versorgen. Hexen zeigen sich nur selten. Interessant, dass uns eine geholfen hat. Wir sollten nach Nuiden Town zurückkehren. Wir sollten davonlaufen. Was hat er denn noch, wenn er nicht Rache hat? Das ist das Einzige, was er noch hat. Ich könnte natürlich seinen Wunsch nach einfach davonlaufen auch verstehen. Er hat wahrscheinlich die Schnauze voll, aber... Ich kann in dieser Sache gar nicht für ihn antworten, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was er möchte. Wenn ich in dem Mut wäre, ganz ehrlich, scheiß auf alles. Wir sollten einfach davonlaufen. Ich kann den Nachtmar in der Nähe meines Körpers spüren. Ich werde erst frei sein, wenn wir ihn wieder haben. Ich lehne es ab, so zu sein. Ich kann es nicht ertragen. Es tut mir so unendlich leid, Liebste. Wie kann ich helfen? Ich bin ein Geist. Du ein Verbanner. Ich werde dich nicht verbannen. Das kann ich nicht. Anthea, ich habe dich sterben sehen. Das kannst du nicht von mir verlangen. Wenn ich es wollte, hättest du gar keine andere Wahl. Aber es ist nicht, was du willst, oder? Nicht bevor ich Rache genommen habe. Nicht bevor der Nachtmar besiegt ist. Von dir und mir. Okay. Das heißt, wir gehen zurück nach New Eden Town. Kann ich dich ins Leben zurückbringen? Wie soll das gehen? Keine Ahnung, wie das gehen soll. Kann ich dich aufsteigen lassen? Vielleicht kennt sie ja einen Weg. Ich weiß es nicht. Wobei Charles hätte ja einen Weg gewusst. Er war ja ihr Ausbildner. Man kann ja trotzdem mal fragen. Also das heißt, ihr Körper verfault jetzt eigentlich dort in diesem Gemeindezentrum und sie muss zurück zu ihrem Körper. Habe ich das richtig verstanden? Mal schauen. In der Schule hast du noch gescherzt, mich wiederbeleben zu wollen. Ist das überhaupt möglich? Ja, mit dem Ritual der einfachen Wiedergeburt. Es ist äußerst kompliziert und sehr gefährlich. Aber ich könnte es versuchen, oder? Du könntest es mir beibringen und ich könnte dich wiederbeleben. Red, das ist ein altes Ritual. Es erfordert viel Macht und Essenz. Jede Menge Essenz. Wir reden hier von Menschenopfern. Von Mord. Vielleicht könnten wir es dennoch in Betracht ziehen. Wenn es auch nur die geringste Möglichkeit gibt, dich zurückzubringen, würde ich sie ergreifen. Es ist ein finsteres Ritual, Red. Es führt einen in Versuchung. Und wenn ich daran denke, dich wieder zu umarmen, bin ich auch versucht. Also eigentlich ist das ein... Wie soll ich sagen? Das ist nicht die Lösung. Man kann ja dann nicht sagen, ja, nur weil ich jetzt meine Liebe verloren habe, bringe ich jetzt Leute um sie zurückzuholen. Natürlich kann man könnte das machen, das ist schon klar, aber... Ich schätze, so ein Ritual wird einen selber auch verändern. Und ist es dann auch dieselbe Beziehung? Respektive ist die Person dann noch selber, wenn sie einmal vom Jenseits so quasi oder vom Vorjenseits wieder in den Körper zurückkehrt? Naja, ich weiß es nicht. Schwierige Frage. Könnte ich dich aufsteigen lassen? Das wäre die unkomplizierteste Lösung, aber nicht die einfachste. Warum? Mein Körper ist meine Fessel und der gehört dem Nachtmar. Im Gemeindezentrum, bevor er mich fallen ließ, hat er mich geradezu aufgefordert, zurückzukommen. Er ist so hinterlistig wie mächtig und wird ihn nicht so einfach rausrücken. Was sollen wir dann tun? Wenn wir nach New Eden Town zurückkehren wollen, müssen wir zunächst mehr über unseren Feind in Erfahrung bringen. Charles meinte, dass Nachtmare nicht ohne guten Grund in Erscheinung treten. Ja, wir müssen ein Rätsel lösen, Hexen treffen, Menschen suchen und Fragen stellen. Und dann werde ich diese Welt mit deiner Hilfe verlassen. Du hast mein Wort. Ich schwöre es dir, Liebste. Ruh dich aus. Du hast es nötig. Ich bleibe in der Nähe. Spektralsicht. Anthea kann Red ermöglichen, die Welt von der anderen Seite des Schleiers aus zu sehen und ätherische Elemente wie Spektralspuren oder Spektralnetze aufzudecken. Im Kampf kann Anthea besessene,
besessenen Leichen mehr Schaden zufügen. Die Spektralsicht-Manifestation wurde nach dem Verzehr der Essenz, die Charles Fessel durchdrängte, freigeschaltet. Verbessere deine Ausrüstung. Unterschlüpfe erlauben es dir, deine Ausrüstung über das Inventarmenü zu verbessern. Nice. Schnelles Reisen. Reise zwischen den zugänglichen Unterschlüpfen hin und her. Suitladungen werden aufgefüllt und Ressourcen für die Herstellung und Gegner tauchen wieder auf. Okay, nur wenn man schnell reist, offenbar. Sieh dir deine Ausrüstung an und verbessere sie. Upgrades 3. Ausruhen. Ruhe dich aus, um die Zeit voranzutreiben. Die Ladungen des Suits werden wieder aufgefüllt und Ressourcen für die Herstellung und Gegner tauchen wieder auf. Befrage und verändere deine Talente und Präferenzen. Ach ja, gut, ich habe ja 3 Punkte, oder? Was kann ich denn jetzt hier machen? Kräftigen. Wenn ein Gegner erfolgreich verbannt wird, verursacht der nächste schwere Angriff 200% mehr Schaden. Cool. Jeder Gegner mit einem leichten Angriff getroffen wird, erhöht den Schaden von leichten Angriffen um 10%. Dieser Effekt ist stapelbar. Ah, so eine Art Combo-Attacke. Ich habe noch einen Punkt. Combo-Angriff? Ja, auf jeden Fall. Nach dem 4. leichten Angriff wird ein Schlagangriff ausgeführt, der Widerstände ignoriert. Nice. Suitladungen erhöhen? Gut, okay. Ich bin nicht so ein Fan davon, wenn man rastet, dass die Gegner wieder auftauchen, aber naja, ich komme damit klar. Aber es ist nicht mein Liebstes. So, Kleidung. Verbessere deine Ausrüstung, um mehr Boni zu erhalten. Dies kostet jedoch Ressourcen. Du kannst das Herstellungsmenü aufrufen, indem du einen Ausrüstungsplatz anklickst und Viereck drückst. Aufrüsten. Achso. Reds Gewand. Verändert sich dann das, oder was? Rudimentär. Ach so, dafür brauche ich jetzt die Pflanzen. Okay. Und dann kriege ich 5% mehr Schaden. Abgenutzte Kleidung, gefertigt aus der wärmsten Wolle schattischer Schafe. Aus nächster Nähe riecht man den schwachen Geruch von Futter, Rauch und Dung. Okay. Das Gewand verändert sich aber nicht. Für das nächste Level brauche ich Geisel... Anlagerung, woher auch immer ich das kriege. Und viel Leder. Ne, nur 28. Okay. Das Gewand verändert sich aber nicht. Sieht immer noch gleich aus. Hier kann ich noch nicht... Ah, hier ist 4 für Spektralstaub. In die kleinen Löcher entlang der Klinge kann Bandpulver gefüllt werden. Eine schnelle, unbarmherzige und für Geister gefährliche Zündung erfolgt, nachdem der Mechanismus des Feuerbands ausgelöst wurde. Diese spezielle Klinge wurde aus den Überresten einer kürzeren Klinge gefertigt und das Wappen des MacRave Clans sowie der Name Ayofe sind in ihr eingraviert. Ist das rechts? Dieses, das aussieht wie eine Fackel? Ist das? Ich glaube ja, oder? Nein, das ist nicht das. Nein, das ist das Säbel. Redingers Waffen. Ah, deswegen Red. So, aber nur der Spitzname wahrscheinlich. Säbel und Feuerbann. Ach so, Feuerbann heißt das Teil. Okay. Gut, ich schätze, ich finde, aber ich denke, ich werde. Ja, siehst du, ich finde neue Sachen. Gut zu wissen. Suit. Was kann ich hier machen? Aufrüsten? Das geht sogar. Cool. Verbanner nutzen den Sud aus verschiedenen Stechpalmenarten, um mit mehr Inbrunst gegen Schemen zu kämpfen. Antea erfuhr von dieser Mixtur, als sie ein heimgesuchtes Korsarenschiff in der Kasbah des Udeis untersuchte. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Gut, und der Bannring kann auch aufgerüstet werden. Ah, das von ihr. Reds erster Bannring. Reds erster Bannring von Charles Davenport für ihn angefertigt. Damit kann er mit dem Totenreich kommunizieren,
Die Innenseite des Rings ist mit abgenutztem Leder bedeckt und dient als Schutz gegen Nekrose, eine langfristige Nebenwirkung der Geisterverbannung. Alter, krass. Also die Haut stirbt ab, wenn man lange Geisterverbannung macht, ohne diesen Ring. Krass. Finde ich eigentlich noch cool, oder? Dass Nekrose auftritt, wenn man Geister verbannt. Finde ich cool. Natürlich ist es nicht cool, wenn es einem passiert, aber dafür ist ja der Ring da. Ich finde das Dingens cool, muss ich sagen. Die Tatsache cool, dass du Nekrose kriegen kannst, wenn du Geister verbannst. Das finde ich cool. So. Gut, ausruhen muss ich mich nicht. Ich bin voll aufgeladen. Weiter geht's. Höhlen hinter dem Wasserfall. Lager entdeckt. Ausgang suchen. Ausruhen, okay. 8 Realen Stück. 7. Bleibt hier, sie kommt jetzt immer mit, schätze ich. Das heißt, ich bin nie mehr alleine. Auf nach New Eden, wo immer es auch liegt. Wir werden Vorräte brauchen und Geld für das Nötigste. Wir schaffen das. Zusammen. Na, ich finde es gut, dass ich nicht mehr alleine bin.